Hello and welcome to this virtual premiere of Hysterical Sisters, a short film about adenomyosis and endometriosis. You can now select your preferred language subtitles in the settings below. We offer English, German, French and Spanish subtitles. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Online-Premiere von Hysterical Sisters, einem Kurzfilm über Adenomyose und Endometriose. Sie können jetzt Ihren gewünschten Untertitel in den Einstellungen wählen. Wir haben zur Auswahl Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Bonjour et bienvenue à la première virtuelle de Hysterical Sisters, un court-métrage sur l'adénomyose et l'endométriose. Sélectionnez votre langue préférée pour les sous-titres dans les paramètres ci-dessous. Vous avez le choix entre l'allemand, l'anglais, le français et l'espagnol. Follow me. Hi, I'm Sophie. I'm your host for this evening and I will guide you through this premiere of the short film. Now, adenomyosis and endometriosis. You may already know what these conditions are, but for those of you who are like, I don't know what and endo who, let me explain. Adenomyosis occurs when the cells that line the uterus grow into its muscular wall. The uterus becomes swollen and enlarged, causing very painful and heavy periods. While in some parts of the world, adenomyosis is classified as its own entity, some experts still see it as a form of endometriosis, like the evil sister of it, so to speak. Either way, it's important to acknowledge both illnesses and the people affected. Endometriosis is an often painful disorder where tissue similar to the one that normally lines the inside of the uterus grows also in other places, such as the ovaries or fallopian tubes. As they are both menstrual disorders, there is a lot of stigma attached to speaking out about them. But this pain is global and we need to raise awareness to help suffering people be heard, be seen, and be helped. Adenomyosis and endometriosis affect approximately 1 in 10 women and all people of reproductive age, including trans men and non-binary people. Affected people often spend years without a diagnosis, trying to be taken seriously and suffering in silence. Now tonight we got a few things planned for you. First, we will watch the film together. It's about 15 minutes long, followed by a short Q&A with the filmmakers and our two hysterical sisters. And at the end, there will be a roundtable session with medical experts discussing the illnesses and possible treatment options. But now, without further ado, I want to introduce to you the personified illnesses, our two hysterical sisters, Adeno and Endo. Darf ich vorstellen, je vous présente, may I present Hysterical Sisters, a film by Chiara Schreder. Film ab. The curse of two sisters, bound by blood. Founders of the soul-destroying pelvic pain club. Adenomyosis, endometriosis, or possibly both. What's wrong with us, sis? Aunt Flo, Bloody Mary, robbing us of our lives, a burden, a pain. That no body survives.
Most days we feel like dying, being stabbed from the inside. On the floor, crying. Routinely missing school. Bound to our bed. Studying the language of painkillers instead. We're bleeding through clothes, staining our pants. But go on with your day. It's only bad cramps. Discrimination, humiliation, society's normalization of menstrual pain. And yet, you don't ever hear us complain. A painful goodbye to motherhood? With compliments of a disease so... misunderstood. No time for romance when you're fighting yourself. Caught in a constant battle, struggling with health. Now add depression, fatigue, and anxiety, never taken seriously by an indifferent society. Our bodies being pierced by daggers and knives.
with an illness that decreases the quality of our lives. A cure? Treatment? Hormonal therapy? Or our last resort, a hysterectomy? One in 10 people badly affected by an illness so often sadly neglected. Mum had it. Her mum. And so did her sis. Suffer in silence. It is what it is. But what upsets us the most? So many affected were misdiagnosed. Want to know what some people said? Just calm down. It's all in your head. Riddled with shame, loneliness and fear. You're not on your own. Look, we are all here. Since treatment options are commonly hormonal, warning labels and side effects are painfully normal. We're not hysterical, but stuck in a cycle of pain. Adeno. And? Endo. The endless struggle of many shall not be in vain. To live.
through the day, through the night. And they say we're alright. But who are they to tell me how to cope with my body? Who are they to tell me what to do, what to feel? I'm so sick of concealing my pain. I'm so sick of concealing my pain. I can't escape you. Oh, come on, let's go. Don't be too sensitive. Come on, let's move. It can't be so intense if you have no clue. Stop acting as if you do. This is my fight, and moreover, my right. Oh, my burden, and I carry you. My burden, and I have to live with you through the day, through the night, through the pain inside, through the day, through the night. And they say we're alright. Amazing how many people got involved and shared their experiences with us. If you haven't already, check out our Hysterical Sisters Instagram page at Hysterical Sisters Film, where sufferers from all over the globe shared their stories with us.
By the way, the wonderful song Burden that you just heard in the credits is our own composition. The music was composed by Nana Falkner and Raphael Fim. Lyrics and vocals were by Nana Falkner as well. It was beautifully done and captured the essence of the short film very well. So thank you all so much for your trust and for being part of this special project. Now let me introduce to you the faces behind this film and let them tell you a little bit about the making of it. Please welcome writer, producer and director Chiara Schreder, director of photography Lauren Klocker and our producers Sabine Tatzken and Sarah Saza. Lovely to have you all here. No need to say we are all PCR tested and fully vaccinated. So this project started with a simple idea, a need to speak out about these stigmatized, underfunded and under-researched illnesses. Chiara, you also suffer from adenomyosis. What was the essential motivation behind this film? As you said, it's a deeply, deeply personal topic and very emotional as well. And before my diagnosis, I didn't know what adenomyosis was. And so I did some research and I found that very, very, very few people actually know about these illnesses. And I essentially wanted to change that with an artistic film. Actually, Sarah texted me if I was interested to do a pro bono project about those two illnesses. And of course, I was totally interested in it. And after Chiara sent me the script and after I read it, I was convinced that it was a good thing to do and an important thing to do this project. So there was not a lot of convincing to do. I mean, it's been really exhausting dealing with this topic and my own illness for like 8 months. And being constantly confronted with it. But it's also kind of been really therapeutic. And it's been really lovely meeting like a huge online community of people who also suffer from the illnesses. And I think it's kind of also changed a little bit my own perspective of how I can deal with my own pain. It was a dialogue between Chiara and me, talking a lot about the script and going through it, analyzing it, and of course choosing different moods, color palette, and yeah, sharing our visions. And when we synchronized, and that was very quick, I thought about the movements and the framing and how everything should be set up. What do you hope people take away from this film? I hope that people get inspired but also educated after watching this film. It's important to take the gender health gap seriously and to raise awareness with such kind of project. We had a crowdfunding campaign and that was also a learning process for all of us. So we made it with We Make It, the platform, and there were a lot of great supporters. We are very thankful for everyone who donated so we could do this project. We got all the budget we calculated from the crowdfunding, and yeah. It's an awareness project, so everybody was very interested in the illnesses, and it was also a learning process for everybody to learn something about it. So everybody was into it very fast. Yeah. Great. Did everything go as planned? Pretty much, but every project has up and downs. So Sabina. Yeah. We yeah. What was the casting process like? And were you looking for anything in particular? I was essentially looking for someone who would capture the essence of those two main characters and someone who would be able to personify the illnesses. And I think Christina and Janine did a wonderful job in
in making us hate them a little bit, but then also feeling for them because, you know, they're also stuck in a cycle of pain. And I think they did a fantastic job in making them come to life. They all did such a lovely job at making it believable, you know, and portraying that pain that we go through daily, basically. Great. We'll continue the conversation with the sister shortly. Thank you all so much for raising awareness for such an important issue. Thank you. Meet the wonderful actresses Adino and Endo, Christina Laas-Smulik and Janine Hickl, who did a fantastic job in portraying and personifying the chronic illnesses. Christina, you play the role of Adino. How did that come about and what was the experience like for you? I saw Chiara on Instagram looking for filmmakers who suffer from adenomyosis. I wrote to her and said, I'm an actress and I'm also suffering from adenomyosis. 1 month later, we met and had a wonderful chat and lots to talk about. At that moment, Chiara was the only person I knew who also had adenomyosis. So it was a big relief to know I'm not alone with it. So she offered me the role of Adino and I immediately said yes. I got my diagnosis last November after having an unfulfilled desire to have children for many years, and I also lost 2 babies in the past 2 years. So on the one hand, the diagnosis was a big shock for me, but on the other also big relief. Because I always knew something was wrong. After that, the doctors put me on an artificial menopause for some months. I changed my lifestyle and nutrition, started taking TCM in herbal infusions. I had acupuncture treatment. I meditated and I practiced yin yoga. And after several hormonal treatment, I finally got pregnant. Congratulations on that. Thank you. So when we were shooting Hysterical Sisters, I was 5 weeks pregnant. And this was a very emotional and intense time for me because there was this joy working on this important project combined with the fear of losing my baby again. But so far everything is fine and I'm expecting twins. That's so great. Congratulations. Thank you. Yes, I hope everything goes well this time and I can give birth to 2 healthy children. We all hope so. What are you taking away from this short film? Hopefully 2 babies. I'm very grateful to have met Chiara and worked with such a wonderful team. It feels good to raise awareness for such an important topic and maybe give people hope. Great, that's why we're here. Yeah. Thank you. You're welcome. Janine, you play the role of the other sister, Endo. What was it like for you to portray an illness and how did you get into the role? To portray an illness has been particularly difficult, but also an incredibly exciting experience since there aren't any examples or even boundaries. So
As a non-affected woman, I first had to understand the clinical picture, and learning more about endometriosis and speaking to women who suffer from endometriosis was extremely emotional for me. So now knowing as endo to be responsible for the suffering and having such a power was probably the most significant realization while preparing the role. So this, in combination with styling and costume, helped me a lot to get into the role and find fitting postures. What drew you particularly to the project in the first place? After I got asked to play the role and I got to read the script for the first time, I was immediately sure that I wanted to be part of this project, because it was significant for me that this short film wants to educate and remove taboos. Plus, I loved the idea of a personified illness and expressing so many emotions through poetry and dance. Amazing, thank you. And a question for both of you. What do you wish from society regarding these illnesses? I would say sensitivity. I would say information, education, funding, research, and understanding. Amazing. Thank you so much to both of you. So we've reached the last part of our premiere today. Last but not least, may I present to you a roundtable of distinguished medical experts who are going to talk about the illnesses and the possible treatment options. Please note that all of them are based in Austria, and some treatment options may vary to other countries. The Q&A is going to be in German, but you can turn on the subtitles in the settings below. Ich heiße heute herzlich bei uns willkommen Dr. Helmi Bader, Facharzt für Frauenheilkunde, Geburtshilfe und gynäkologischen Spezialultraschall, Dr. Wenzel, Leiter des Endometriosezentrum Wien, Dr. Tan Bleinroth, Allgemeinmedizinerin und praktizierende Ärztin der traditionellen chinesischen Medizin, Frau Markovic, Osteopathin und Physiotherapeutin und Frau Hofmeister, ehemalige Vorsitzende der Endometriosevereinigung Österreich und Autorin eines Selbsthilfebuches über Endometriose. Danke vielmals für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Leidende haben sich oftmals mit dem Schmerz abgefunden, der ja mittlerweile schon zur traurigen Normalität geworden ist. Auf welche körperlichen Anzeichen sollten potenzielle Betroffene achten und zu welchem Zeitpunkt sollten sie sich an einen Facharzt oder eine Fachärztin wenden? Natürlich Schmerz, also das ist sicher das Leitsymptom. Nur Schmerz ist halt so ein allgemeines Symptom. Das ist dann immer schwierig, das auf eine gewisse Pathologie dann genau hin zu steuern. Und man muss ein bisschen verifizieren. Es gibt natürlich immer so ein bisschen dieses Gespenst. Endometriose heißt gleich, man muss fürchterlich leiden. Endometriose heißt gleich, ich kann keine Kinder mehr kriegen. Das ist natürlich nicht so. Es gibt Endometriose in den verschiedensten Formen und Ausprägungen. Viele Endometriose-Streuungen zu haben, heißt nicht automatisch starke Schmerzen haben zu müssen. Also wir kennen Patientinnen, die große Endometrioseherde haben, wenig Beschwerden oder gar keine Beschwerden haben. Wir kennen Patienten, die ganz kleine Endometrioseherde haben, aber fürchterlichen Leidensdruck haben. Und Schmerz ist sicher etwas, was uns im Alltag am meisten beeinflusst und einschränkt. Angst macht natürlich auch. Und das klassische oder das beste Leitsymptom ist natürlich der Schmerz während der Menstruation, also die Dysmenorrhoe. Dann weitere Symptome, Schmerzen vielleicht beim Geschlechtsverkehr, der durchaus positionsabhängig sein kann, Schmerzen beim Urinieren, Schmerzen beim Stuhlgang, das sind so typische Anzeichen, ja. die man haben kann. Aber es ist schon auch so, dass, so wie Sie vorher gesagt haben, viele
Frauen damit leben oder lernen zu leben und es gar nicht mehr als solches wahrnehmen, weil ihnen natürlich auch von der Umgebung, vom Umfeld gesagt wird, das ist normal, das gehört dazu. Und das ist es eben nicht. Schmerz ist auch nicht gleich Schmerz. Also Schmerz empfindet ja jeder auch wieder anders. Manche haben eine hohe Schmerztoleranz, andere wieder weniger. Ich finde, ein ganz gutes Kriterium ist zu sagen, brauchen Sie ein Schmerzmittel, wenn Sie die Menstruation haben? Ist der Schmerz tolerierbar? Können Sie damit den Alltag bestreiten? Oder ist der Schmerz so groß, dass Ihre dass Ihr Alltag eingeschränkt ist? Brauchen Sie ein Schmerzmittel, dass Sie über diese Tage drüber hinwegkommen? Und ich finde, das ist ein gutes Kriterium, wo man sagt, okay, ab jetzt ist es pathologisch. Weil wenn ich ein Schmerzmittel brauche, damit ich den Alltag bestreiten kann, dann habe ich etwas, wo ich nachschauen muss, ob da nicht vielleicht irgendwo eine wirkliche Pathologie dahinter steckt. Vielen Dank. Die Diagnose Endometriose und Adenomyose bedeutet ja nicht gleich, dass man dass ein Kinderwunsch nicht in Erfüllung gehen kann und man sollte Betroffene auch nicht voreilig beunruhigen. Trotzdem verringert die Erkrankung natürlich oft die Fruchtbarkeit. Welche medizinischen Maßnahmen können Betroffene in diesem Prozess konkret unterstützen? Ja, also da gibt es sicher eine breite Palette. Ich glaube, das Beste ist einmal natürlich das Optimum wäre natürlich die Früherkennung. Also je früher man erkennt, dass man eine Endometriose hat, je früher die Diagnose am Tisch ist, und das ist ja noch immer eines unserer wesentlichen Probleme, dass viele Frauen ja jahrelang die Beschwerden haben und viele Konsultationen haben, aber diese Diagnose dann nicht fällt. Und es dauert im Schnitt, in Österreich gab es eine gute Arbeit, die gezeigt hat, dass es so 8 bis 9 Jahre dauert, bis man die Diagnose Endometriose dann wirklich bekommt. Und das ist schon lang. Ja. Also wenn man viele Endometriose-Patienten gesehen hat, dann sieht man natürlich, die erste Reaktion, wenn diese Diagnose fällt, ist oft ein Weinen, Tränen in den Augen, die man dann sieht bei den Patienten, aber nicht, weil man jetzt Angst hat vor der Krankheit, sondern weil es eine Erklärung gibt für diesen Schmerz, mit dem man lebt. Viele, so wie Sie richtig sagen, fühlen sich nicht ernst genommen, ja? Erfahren vom Umfeld oder kriegen vom Umfeld gesagt, dass das normal ist oder dass sie sich das einbilden, ja? Aber Schmerz bildet man sich nicht ein, man wird nicht für voll genommen. Und das ist schon etwas, das auf die Psyche geht. Also das ist etwas, das kann depressiv machen. Viele ziehen sich dann auch zurück. Gibt auch Beziehungen, die deswegen zerbrechen, ja, weil man auch, wenn der Schmerz so groß ist, dass man seiner Sexualität nicht mehr nachgehen kann, ja, oder das Verständnis des Partners nicht da ist. Ja, und das macht schon etwas mit einem. Also und diese Diagnose ist schon etwas, was auch einen befreit, weil man hier eine Erklärung bekommt. Also das ist mir vollkommen bewusst und ich sehe es auch immer wieder, dass die Psyche hier sehr wohl eingeschränkt ist, ja, und dass das schon etwas ist, das einen extrem belastet, in vielen Dingen. Ja. Also auch die Angst ist auch etwas, was auf die Psyche geht. Also nicht nur das nicht ernst genommen, sondern auch die Angst vor der nächsten Regel. Es gibt Patientinnen, die regelmäßig kollabieren vor lauter Schmerzen, wo man auch hier lange nicht die Ursache findet, ja, und dem Kind keinen Namen gibt. Ja. Was wünschen Sie sich von der Medizin im Hinblick auf die Krankheiten und wie können wir mehr Bewusstsein dafür schaffen? Also mehr Bewusstsein dafür schaffen ist natürlich mit solchen großartigen Projekten, wie Sie das machen, indem man auch diese Thematik unter die Leute bringt und die Allgemeinbevölkerung informiert darüber, was den Schmerz verursachen könnte, indem man die Endometriose thematisiert, indem das auch für die Allgemeinbevölkerung eine logische Erklärung wird. Ich wünsche mir von der Medizin speziell, dass man hier mehr Aufklärungsarbeit leistet, dass man hier schon in der Ausbildung anfängt, Studenten
über dieses Krankheitsbild intensiver zu informieren, ihnen beibringt, die richtigen Fragen zu stellen. Es ist allein die Fragestellung ist schon etwas, was einen hinbringen kann zu der Diagnose. Und selbst wenn man nicht die Fähigkeit hat, die Diagnose zu erstellen, dass man zumindest an einen Experten oder in ein Zentrum schicken kann, um das weiter abzuklären. Also hier muss auch unter den Medizinern mehr Bewusstsein geschaffen werden. Also nicht nur in der Bevölkerung und bei den Medizinern natürlich auch im Zuge der Ausbildung. Also das heißt, wir müssen schon im Studium damit anfangen. Wir müssen dann bei der Facharztausbildung hier mehr schärfen. Und das ist natürlich Zeit. Und Zeit ist immer Mangelware. Mhm. Aber auch die Nebendisziplinen, Physiotherapeuten, TCM, dass die genauso geschärft sind, sagen, Moment, das tut Ihnen weh, vielleicht könnte das eine Endometriose sein, gehen Sie doch mal zu einem Spezialisten, lassen Sie sich das anschauen. Ja. Also da gibt es viele Ansätze und ich glaube, dass wir im Moment auch auf einem guten Kurs sind. Was sagen Sie dazu, dass Adenomyose und Endometriose als zwei separate Begriffe gehandhabt werden? Ja, also man muss wissen, dass im deutschsprachigen Raum ist die Adenomyose eine Untergruppe der Endometriose. Das heißt, das ist die Endometriose, die nur auf die Gebärmutter beschränkt wird. Es gibt aber Länder und Regionen, wo die Adenomyose und die Endometriose als zwei verschiedene Pathologien gehandhabt werden. Das Schwierige bei der Adenomyose, wenn es um eine reine Adenomyose geht, ist, dass man natürlich hier nur die Bildgebung hat, um das festzustellen, weil man selbst bei der Laparoskopie, also wenn man jetzt in den Bauch hineinschauen würde, es nicht sehen würde von außen. Man sieht es bei der ausgeprägten Adenomyose, wenn die Gebärmutter so aufgebläht ist. Aber bei einer zarten oder nur eine fokale Adenomyose würde man nicht sehen. Und da ist es schon so, dass viele, auch Spezialisten, sich nach wie vor streiten, ob das jetzt eine Adenomyose ist oder nicht. Also wir haben das MRT, wir haben den Ultraschall. Es gibt Ultraschallspezialisten, die sehr wohl Adenomyoseherde erkennen, aber es gibt Endometriose-Spezialisten, die sagen, das sehe ich jetzt nicht im Ultraschall. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Expertise ab, das hängt davon ab, was für ein Gerät man verwendet. Und bei der generalisierten Endometriose, naja, da findet auch der Operateur etwas, wenn er hineinschaut. Da muss man kein Ultraschallspezialist sein. Da braucht man auch kein Radiologe sein und im MRT irgendwas sehen. Da findet man das auch als Operateur. Und das macht es vielleicht auch erklärbar, warum es in manchen Regionen als zwei verschiedene Pathologien gehandhabt wird und bei uns eher nur eine Unterform ist. Ja. Aber wir werden sehen, was die Zukunft bringt und wozu sich die Gremien in Zukunft entscheiden werden. Also ich hoffe, es wird so bleiben, weil es ist für die Bevölkerung auch, glaube ich, greifbarer, wenn man sagt, Adenomyose, okay, ist eine Endometriose, aber eben nur auf eine Region begrenzt. Ich glaube, man muss nur diese beiden Begriffe immer vielleicht näher bringen, erklären und aber trotzdem unter diesem großen Hut der Endometriose dann auch vereinen. Vielen Dank. Gerne. Meine erste Frage geht an Dr. Wenzel. Was sind die gängigsten schulmedizinischen Behandlungsmöglichkeiten für Betroffene, die unter Adenomyose und Endometriose leiden und auf welche spricht ein Großteil der Betroffenen am besten an? Also in Bezug auf Schulmedizin basieren wir auf drei Säulen.
Die erste Säule ist eine Schmerztherapie, die unterschiedlich geartet sein kann. Da können auch zum Beispiel Entspannungsübungen dabei sein, wenn wir jetzt von der Schulmedizin einen Schritt wegtreten. Das zweite ist eine hormonelle Behandlung. Wir versuchen bei der Endometriose die Aktivität, die durch das Östrogen gesteuert wird, das weibliche Hormon, zu unterbinden, zu unterdrücken und somit die Herde zum Schrumpfen zu bringen und damit eine Schmerzbehandlung zu erzielen. Und findet das alles nicht den nötigen Erfolg, den wir brauchen oder den die Frauen erwarten, dann greifen wir zu einem operativen Eingriff, dann versuchen wir die Veränderungen zu entfernen und erzielen damit in den allermeisten Fällen einen sehr guten Erfolg. Ansprechen ist immer schwierig zu sagen, aber im Prinzip sprechen alle Behandlungsformen gut an. Man muss halt dann versuchen, möglichst wenig Invasivste als erstes zu gestalten und das ist meistens eine Schmerztherapie. Welche Organe können von der Krankheit betroffen sein? Also im Prinzip geht die Erkrankung von der Gebärmutter aus. Je weiter weg wir uns anatomisch von der Gebärmutter wegbewegen, desto seltener wird die Erkrankung. Deshalb ist im Unterbauch in den allermeisten Fällen die Erkrankung lokalisiert. Also das heißt, in der Gebärmutter, um die Gebärmutter, im Bereich der Eierstöcke, aber auch Blase und Darm können betroffen sein. Es ist aber nicht so, dass die Erkrankung damit ihr Ende findet, sondern es kann auch in der Lunge auftreten. Es gibt auch seltene Situationen, wo im zentralen Nervensystem Endometriose vorkommt. Das sind die ganz ausgerissenen Situationen, aber Endometriose macht vor keinem Organ Stopp. Das heißt, Sie haben das eh schon angesprochen, aber was war einer der außergewöhnlichsten Fälle, den Sie bisher erlebt haben? Also in der letzten Zeit ist mir eine Dame sehr in Erinnerung, die einen riesig großen, ungefähr 1,5 Kilo schweren Endometrioseherd in der Bauchdecke hatte. Das ist deshalb besonders bemerkenswert, weil die Dame selbst nur 45 Kilo hatte. Das heißt, die hatte hier im Unterbauch einen riesig großen Endometrioseknoten, der die halbe Bauchdecke zerfressen hat. Und hat unheimliche Schmerzen gehabt und wir mussten mit unserem plastischen Chirurgen einen Teil der Bauchdecke entfernen, dort eine plastische Deckung drüber setzen und haben dann diesen riesig großen Endometrioseknoten entfernen können. Und der Patientin geht es nach der Operation sehr, sehr gut, erfreulicherweise. Dr. Tan-Bleinroth, wie kann man sich eine TCM-Behandlung vorstellen und auf welche Behandlungsmethoden haben Betroffene in Ihrer Erfahrung besonders gut angesprochen? Also die TCM-Behandlung besteht aus verschiedenen Teilen. Der allererste Teil ist eigentlich die Anamnese, die ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben meistens tatsächlich eine Stunde, um sozusagen nicht nur die gynäkologischen Beschwerden zu besprechen, sondern auch die Konstitution. Da steht sozusagen das ganze Gedankengebäude der chinesischen Medizin dahinter. Und ergänzt wird es durch die Puls- und Zungendiagnostik. Die stehen jetzt nicht im Vordergrund, aber sie können dazu beitragen, sozusagen auch Entscheidungshilfen zu geben. Die Therapie selber besteht aus verschiedenen Anteilen. Das bekannteste ist eigentlich die Akupunktur und die Kräutertherapie. Hier arbeite ich selber mit westlichen Heilkräutern aus Sicht der chinesischen Medizin, also Kräuter, die in Österreich oder in Europa wachsen. Das wird sehr, sehr gut akzeptiert von den Patienten und Patientinnen. Und was sehr gut darauf reagiert, ist einmal, also es kommt ein bisschen darauf an, wo die Patientinnen stehen. Wenn sozusagen die Schmerztherapie im Vordergrund steht, also können wir dazu beitragen, dass zum Beispiel der Schmerzmittelverbrauch sich senkt. Also ich bin überhaupt nicht jetzt dagegen, es komplett jetzt ohne Schmerzmittel zu versuchen, überhaupt nicht, im Gegenteil. Es ist ganz wichtig, dass die Patientinnen möglichst schnell schmerzfrei werden, damit sich das sozusagen nicht im Schmerzgedächtnis festsetzt. Aber was die chinesische Medizin macht, ist, dass der Schmerzmittelverbrauch reduziert werden kann. Viele Patientinnen vertragen Hormone oder lange Hormontherapien auch nicht. Das bedeutet, dass auch hier unterstützend die chinesische Medizin ihren Beitrag leistet. Alle meine Patientinnen werden mit Kräutern versorgt und auch mit Akupunktur, wobei die Akupunktur seltener stattfinden kann, wenn man gleichzeitig Kräuter gibt. Ja, weil für mich ist die Kräutertherapie wie eine Akupunktur von innen. Wenn die Patientinnen, es kommt ein bisschen darauf an, welche Beschwerden es sind ja nicht nur Schmerzen, sondern es können auch oft Verdauungsbeschwerden sein, die Endometriose und Adenomyose Patientinnen haben, dann ist es vielleicht auch wichtig, gleichzeitig auf die Ernährung zu schauen. Also auch das ist ein Standbein in der chinesischen Medizin und kann sozusagen ergänzend eingesetzt werden, beziehungsweise die Patientinnen werden daraufhin auch beraten.
Also es wird auf eine ganzheitliche Behandlung geachtet. Genau. Die meisten denken ja bei diesen Krankheiten an Menschen im gebärfähigen Alter. Was ist denn mit den Frauen und Menschen ab 45 plus? Ja, das ist eine Gruppe, also rein aus schulmedizinischer Sicht, die manchmal, also ich würde jetzt gar nicht mal sagen, in Vergessenheit gerät. Also bei den Gynäkologen und Gynäkologinnen sind sie auf jeden Fall sehr präsent. Aber generell denkt man ja, Endometriose, das betrifft die Frauen im gebärfähigen Alter. Das Problem ist, dass wir ja sozusagen auch nach 45 auch noch, oder die Frauen, die noch nicht in der Menopause sind, eine Aktivität haben. Das heißt, es kann eine sogenannte Östrogendominanz vorliegen, was dazu führt, dass die Patientinnen vermehrt Schmerzen bekommen oder zu Zystenbildung neigen oder zu Blutungsstörungen. Und all dies ist sozusagen zumindest in den Köpfen der Patientinnen nicht unbedingt drin. Ja, das wissen viele nicht. Und wenn man aber weiß, dass eine Endometriose dem zugrunde liegt, kann man auch hier jetzt aus Sicht der chinesischen Medizin unterstützend helfen. Ja, ich arbeite mit einigen Gynäkologen und Gynäkologinnen zusammen und da haben wir auch diese Altersgruppe mit dabei, was die Behandlung von Endometriose betrifft. Vielen Dank. Frau Markovic, Sie haben einen anderen Zugang zur Behandlung, also einen anderen Zugang der Behandlung gewählt. Wie können Osteopathie und Physiotherapie Betroffenen denn langfristig helfen und wie sieht eine mögliche Behandlung aus? Ich arbeite bei meinen Endometriose- und Adenomyose-Patientinnen eigentlich nach dem osteopathischen Prinzip, da ich da die Patientinnen in ihrer Gesamtheit behandeln kann. Als Osteopathin arbeite ich mit meinen Händen, ich diagnostiziere mit meinen Händen. Ich achte auf die Elastizität und die Beweglichkeit im Gewebe und auch in den umgebenden Strukturen. Ich achte auf eine gute Versorgung der Zellen, das heißt auf Flüssigkeitsebene schaue ich mir an, arteriell, wie kommen die Nährstoffe zu den Zellen hin. Ich schaue mir den venösen Rückfluss an, wie kommen Abfallstoffe auch wieder weg von dort. Ich schaue mir das Lymphsystem an, dass keine Stauungen vorliegen. Auch da helfen die Lymphe, dass Abfallstoffe abtransportiert werden können. Und ich arbeite über das Nervensystem, um dem Körper eine bessere Möglichkeit zu geben, auf Stress zu reagieren. Wie gesagt, ich arbeite da mit meinen Händen. Ich arbeite bei meinen Patientinnen meistens von sehr global nach lokal. Ich schaue, welche Strukturen, welche Systeme sind vielleicht überlastet, sind blockiert, sind gestaut, dass die Versorgung vom kleinen Becken und den Organen des kleinen Beckens einfach nicht so gut stattfinden kann. Ich arbeite mit externen Techniken, das heißt, ich arbeite am Körper. Ich arbeite aber auch genau bei meinen Endometriose- und Adenomyose-Patientinnen sehr gerne mit den internen Techniken, weil ich da tolle Erfolge habe. Das heißt, ich arbeite vaginal und rektal. Ich kann dort direkt auf die betroffenen Strukturen gehen. Ich schaue auch dort wieder eine Verbesserung durch der Durchblutung. Ich schaue, dass die Blockaden gelöst werden. Ich kann wirklich Adhäsionen, also diese Verklebungen lösen. Ich kann in Vernarbungen arbeiten und dadurch eine Funktionssteigerung herbeiführen und natürlich auch eine Schmerzlinderung. Physische und psychische Gesundheit koexistieren und wirken ja unweigerlich aufeinander ein. Welche Erfahrungen haben Sie mit Betroffenen gemacht und wie können Physiotherapie und Osteopathie beide Bereiche gezielt beeinflussen? Also die Physis und die Psyche gehören für mich zusammen. Ich bin Osteopathin und Physiotherapeutin, also mein Weg ist eben über die Physis, über den Körper zu arbeiten. Deswegen finde ich aber besonders wichtig, dass diese verschiedenen Fachbereiche von Gynäkologie und eben an alternativen Formen, dass das alles gut zusammenarbeitet und vernetzt ist. Ich versuche meine Patientinnen, die meist sehr leidgeplagt sind, dass sie, wenn sie zu mir kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich gehört fühlen, dass sie sich gesehen fühlen und möchte ihnen eigentlich ein gutes Paket geben, denn ich denke, durch eine Funktionsverbesserung, durch die Schmerzreduktion fühlen sich die Patienten nicht nur körperlich besser, das ist natürlich auch für die Psyche positiv. Und wenn dann eine Patientin nach ein paar Einheiten kommt und sagt, ich konnte am ersten Tag des letzten Zykluses arbeiten gehen, ich habe zwar ein Schmerzmittel gebraucht, aber ich musste nicht in den Krankenstand gehen, dann sind das schon tolle Erfolge. Ja, und dass man auch sich gesehen und gehört fühlt, natürlich auch durch eine gezielte Behandlung. Vielen Dank. Frau Hofmeister,
Viel Interessantes über die medizinische Seite wurde jetzt schon gesagt und haben wir schon gehört. Sie als Selbstbetroffene verbinden mit der Krankheit auch persönliche Erfahrungen und Eindrücke. Sie haben das Studio Ich für ganzheitliche Gesundheit gegründet und haben auch ein Selbsthilfebuch über Endometriose geschrieben. Können Sie uns einen kurzen Einblick in Ihr Schaffen geben? Was hätten Sie gerne gewusst, als Sie die erste Diagnose bekommen haben? Bei mir war die Endometriose-Diagnose eigentlich sowas wie ein Startschuss in ein neues Leben, kann man sagen, weil ich habe dort angefangen, mich auseinanderzusetzen mit Dingen zusätzlich zur Schulmedizin. Also ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht, ich habe das Impulsströmen entdeckt, das eine Art der Energiearbeit ist, und ich habe mir viel ganzheitliches Wissen angeeignet über Zusammenhänge zwischen Körper, Geist, Energiesystem, wie Emotionen auf uns wirken, was Belastungen irgendwann mit dem Körper machen können. Und all diese Erfahrungen und dieses Wissen habe ich dann in meinem Buch sozusagen zusammengefasst, das ich als Selbsthilfebuch konzipiert habe, weil gerade Endometriose, so war es meine eigene Erfahrung, ist eine Krankheit, wo man sich ganz schnell ziemlich hilflos und ohnmächtig fühlen kann, weil es diese Behandlungsmethoden zwar gibt, aber man das Gefühl hat, dass man selber kaum was tun kann, und es ist einfach so, dass man schon selber ganz viel tun kann, angefangen von einer Ernährungsumstellung. Es ist vorhin schon Entspannung angesprochen worden, es sind Yoga-Übungen in dem Buch drinnen, bis hin zu Griffen aus dem Impulsströmen, die das Energiesystem anregen und so die Selbstheilungskräfte stärken, und all das findet man in dem Buch. Super. Und gibt es noch was Konkretes, was Sie gerne gewusst hätten bei Ihrer Diagnose? Bei der Verdachtsdiagnose, tatsächlich ist die bei mir über 15 Jahre her, hätte ich gerne schon mal was über Endometriose gehört gehabt. Deswegen bin ich so dankbar, dass es so Projekte wie diesen Film gibt und das aufgeklärt wird und das dass heutzutage fast jeder schon irgendwann mal was davon gehört hat oder jemanden kennt, der an Endometriose erkrankt ist, weil ich habe damals noch nie was davon gehört gehabt. Und auf meine Frage, was ich denn jetzt tun soll, wurde so beiläufig eine OP mit Gebärmutterentfernung und künstlichen Darmausgang in den Raum gestellt, was mich so schockiert hat, dass ich 2 Jahre lang nichts gemacht habe, außer Schmerzmittel zu nehmen. Und das wäre toll gewesen, wenn ich mich da schon ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt gehabt hätte oder zumindest gewusst hätte, dass es irgendwo Informationen gibt, dann hätte ich mich da wahrscheinlich einfach nicht so verschrecken lassen. Vielen Dank. Als ehemalige Vorsitzende der Endometriose-Vereinigung Österreich hatten Sie natürlich auch viel direkten Kontakt mit jungen Betroffenen. Wie kann sich denn das Krankheitsbild auf das Privatleben und natürlich auch auf das Sexualleben von jungen Erwachsenen auswirken? Also das kann sich erfahrungsgemäß extrem auswirken aufs Privatleben, aufs Arbeitsleben, weil man einfach nicht so unter Anführungszeichen funktioniert, wie man das gerne möchte oder wie es auch erwartet ist. Und man hat ja als junge Frau, wo man gerade anfängt, Beziehungen zu vertiefen, ins Berufsleben einzusteigen, Karriere machen zu wollen, einfach damit zu kämpfen, dass man immer wieder und immer wieder ausfällt, nicht zur Arbeit gehen kann, nicht an sozialen Aktivitäten im Freundesbekanntenkreis teilnehmen kann, schon wieder krank zu sein. Und das beeinflusst massiv, vor allem, weil ich glaube, dass es einfach immer noch so ist, dass man oft nicht ernst genommen wird, weil es ja nur Regelbeschwerden sind. Und auch beim Kinderwunsch wird oft gesagt, naja, da musst dich halt entspannen, dann wird es schon klappen. Und dass da eine ernstzunehmende Krankheit dahinter steckt oder dahinter stecken kann, das wird oft einfach, ja, nicht, man wird da oft einfach nicht für voll genommen. Und ich glaube, dass es auch der Umstand ist, der es Endometriose-Patientinnen und Patienten so schwierig macht, auch psychisch damit umzugehen, und worunter man auch mitunter sehr leiden kann.
Und auch im Hinblick auf das Beziehungsleben zwischen jungen Leuten. Ja, total. Weil gerade wenn man jung ist und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr hat, was oft vorkommt, ist es einfach eine Behinderung einerseits. Und gerade weil man oft noch so jung ist und selber noch nicht weiß, wie man mit dem eigenen Körper umgehen soll oder wie man diese Gefühle oder diese Empfindungen zuordnen soll, traut man sich auch oft nicht darüber zu reden, weder mit dem Partner noch mit Freunden, auch teilweise nicht mit dem Arzt oder der Ärztin. Und das gehört natürlich auch dazu zur Diagnosefindung, dass man weiß, dass dieser Schmerz da ist. Und das traut man sich oft einfach nicht zu sagen. Vielen Dank. Als nächstes möchte ich bitte eine Diskussionsrunde eröffnen. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen, Ihre Meinung und Expertise einzubringen und zu äußern. Wie wir im Film gesehen haben, leiden viele Betroffene oftmals im Stillen, fühlen sich unverstanden und nicht ernst genommen von Partnern, Freunden oder der Familie. Natürlich stellen die Krankheiten eine große physische Belastung dar, aber wie kann sich denn das auch auf die psychische Gesundheit auswirken? Meine erste offene Frage in die Runde. Also ich würde jetzt einmal eines gerne auch noch unterbringen. Der wesentliche Punkt ist, dass nicht jede Frau, die Endometriose hat, auch eine Patientin sein muss. Was meine ich damit? Es gibt so viele Formen von Endometriose, die wir entweder gar nicht bemerken, weil wir sie nicht diagnostizieren können, oder die gar keine Schmerzen verursachen und somit die Frau ein völlig normales Leben führen kann. Es ist wichtig, weil die Bezeichnung Endometriose nicht unbedingt sofort pathologisieren. Der wesentliche Punkt ist, dass eine Beeinträchtigung des täglichen Lebens, das sehen wir leider sehr oft, in weite Kreise ziehen kann und weite Kreise zieht meistens. Das ist von einer finanziellen Belastung durch die Behandlungskosten, das ist eine Belastung durch den Arbeitsausfall, das ist vielleicht der Arbeitsplatzverlust, das ist ein Verlust des Sexuallebens, weil einfach Schmerzen da sind. Das ist vielleicht der Kinderwunsch, der nicht erfüllt werden kann. Das sind so viele Faktoren. Und diese Faktoren wirken chronisch und das ist das Unangenehme. Und wenn diese Chronifizierung dieser Faktoren gemeinsam mit Schmerzen einhergeht, dann ist das eine Massivbelastung für das Sozialleben, für das persönliche Leben und das Verleben in der Familie. Und für die Psyche natürlich vor allem. Selbstverständlich. Ja. Möchte noch jemand was dazu sagen? Also es ist ja auch bekannt, dass Endometriose-Patientinnen gehäuft an Depressionen oder Angsterkrankungen oder Angststörungen leiden. Also der Verbrauch an Psychopharmaka ist bei Endometriose-Patientinnen auch höher als bei Patientinnen oder bei Frauen oder Menschen ohne Endometriose. Und was ich noch sagen wollte dazu ist, es ist ja nicht nur so, dass Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sein können. Und das wirkt sich natürlich auch negativ auf die Partnerschaft insofern aus, dass nämlich entweder die Frauen nichts sagen und es kann nicht Rücksicht drauf genommen werden. Also, und wenn der Partner nichts davon weiß, die Frau hat dann ein schlechtes Gewissen. Das ist sozusagen auch für die Beziehung einfach, auf Beziehungsebene schwierig. Dann vom Sozialleben her auch, also dass vielleicht Freunde weniger getroffen werden, weil jetzt gerade Regelschmerzen sind oder Frauen gehen eben mit Schmerzen zur Arbeit oder haben häufig Krankschreibungen, also auch das Arbeitsleben wird dadurch beeinträchtigt oder kann beeinträchtigt werden. Mhm. Vielen Dank. Ja, bitte, gerne. Ich würde gern noch anknüpfen an das, was der Professor Wenzel gesagt hat, weil mir das auch sehr wichtig ist. Durch mein Buch habe ich eine relativ große Präsenz in den sozialen Medien und ich kriege ganz oft Nachrichten von ganz jungen Mädchen, die eine Verdachtsdiagnose haben und die extreme Angst davor haben, was da jetzt auf sie zukommt, weil man ja oft auch gerade im Netz und auf Social Media oft nur von den ganz schweren Verläufen hört, weil auch diese Frauen ja vermehrt das Bedürfnis haben, sich mitzuteilen. Jemand, der kaum oder keine Beschwerden hat oder mal eine Zyste hatte und dann auch nachher nie wieder Beschwerden, der hat nicht so ein Mitteilungsbedürfnis. Und es ist in vielen Fällen dramatisch, aber in vielen Fällen auch gar nicht. Und da versuche ich das auch immer mitzugeben, dass man nicht
voraus gleich so Riesenangst haben soll. Der Verdacht auf Endometriose heißt A, noch nicht, dass man es hat, und B, noch nicht, dass man viele Male operiert werden muss, und C, auf keinen Fall, dass man keine Kinder kriegen kann. Das ist alles eine Möglichkeit, aber keine Wahrscheinlichkeit und schon gar keine Sicherheit. Und deswegen ist mir das auch immer so wichtig, das auch mitzugeben. Ja, dass man nicht schon im Vorhinein irgendwie Angst schürt bei den Betroffenen oder bei den potenziell Betroffenen. Vielen Dank. Ich denke, das Wichtige ist, dass die Betroffenen auch wissen, dass sie nicht alleine sind, dass sie Hilfe sich holen können, suchen können. Ich glaube, es wurde viel schon angesprochen, in welche Richtungen es Möglichkeiten gibt. Ich wünsche oder ich hoffe mir, dass viel Information weitergegeben wird, eben mit solchen Projekten. Das finde ich sehr positiv. Und Aufklärung. Ich glaube, Aufklärung und Reden ist das Um und Auf, was man machen kann, und natürlich in die Forschung investieren. Vielen Dank für diese sehr gute Zusammenfassung nochmal. Dann würde ich diese Runde jetzt beenden. Danke vielmals nochmal für Ihre Zeit und dass Sie sich herbemüht haben. Dankeschön. Danke. Somit sind wir schon am Ende dieser virtuellen Premiere angekommen. Thank you all so much for being here. Everyone involved truly put their hearts and souls into this special project and into the making of this project. We really hope you enjoyed this evening. We would love to hear your feedback on our social media channels, either on YouTube, Instagram, or Facebook. Please also share this film on your own channels to raise even more awareness. And yeah, we'll link the film here. And remember, to all of you who are suffering, you are not alone with this pain. You can reach out to international associations and find a wonderful community of people who are going through the same thing. Vielen Dank, merci à tous, thank you so much, and goodbye.